Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist heute das Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, da sind wir mal gespannt, weil ihr wisst ja, diese Atembombenkräne heißt immer, erst alles lockern und dann können wir wirklich runterwerfen. Aber ich denke mir, wenn ich hier rüber gehe, dass vielleicht die zwei sich dann schon mal lockern und dass ich dann hier irgendwo die Bombe platziere, dass dann die sich zumindest lockert und runterrutscht. Und dann muss man halt gucken, dass sich alles andere damit mitgelockert hat. Okay, ja. Ich wollte sie ja eigentlich hier hinwerfen, aber gut. Na komm, rutsch weiter. So, okay. Dann natürlich ist doppelt praktisch, oder vielleicht auch doppelt fail, wenn ich jetzt irgendwie hier die Bombe hinwerfen könnte. Wobei, wenn ich sie in die Mitte werfe, dann reicht der Schwung links und rechts nicht, dass halt sie hier rüberfällt und dass halt die hier runterfallen. Aber ich denke mal, dass ich sie irgendwo hier platzieren werde, damit die Kraft mehr in die Richtung geht. Wäre dann vielleicht die Idee. Na, okay. Die ist zumindest auch so mit runtergefallen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt wird es halt wieder schwieriger. Man könnte natürlich hingehen und von unten die Bombe explodieren lassen, wobei der Abstand ein bisschen zu krass ist. Aber ich schätze mal, dass ich wohl hier die Bombe reinwerfe, damit halt die Marke hier nach rechts hüpft. Und da muss ich halt gucken, wie ich das hier mache. Aber wenn ich hier jetzt die Bombe platzieren würde, dann würden die Marken nur ein bisschen nach rechts geschoben werden. Dann würde sich nicht viel tun. Deswegen genau hier hin. Oder sie springt und aber nicht weit genug. Ja gut, jetzt kann ich aber da hinten reinwerfen. Na, alles klar. Ja, und deswegen mag ich eigentlich die Art von Bombenkräne nicht, weil selbst wenn man 5 Runden hat, ist trotzdem immer noch das Risiko ziemlich groß, dass man die Marke nicht, ja, dass man sie nicht bekommt. Weil es immer wieder drauf ankommt, wie sich halt, wie sie halt hier nach rechts rutschen. Aber wenn halt nur eine Marke übrig bleibt beim Training, bin ich eigentlich schon zufrieden bei dieser Art von Trainingskran. Ach ja. Na, ja, war ja klar, ein Bonus. Da haben wir zumindest morgen genug, damit wir dann vielleicht sogar 2 Runden bekommen könnten, eventuell, wenn ein guter Trainingskran kommt. Ihr kennt es ja. Am besten einer, wo am besten gleich schon so 10 Marken drin sind, damit man, wenn man es komplettiert, auch sicher eine Runde hat. Ihr kennt es ja. So, aber mit nur einer Runde habe ich heute natürlich wieder nicht viel, was ich machen könnte. Ich habe da einen Vivillon-Kran, den ich mal ausprobieren würde. Ich muss halt nur gucken, an welcher Stelle ich am besten anfange. Nur mal kurz die ganzen Sachen hier durchgehen, die ich zum Beispiel schon kompetiert habe. Ja, dass ich hier halt versuchen werde, aber das mache ich gleich. Wartet mal. Erstmal hier die alten Sachen durchgucken. Weil, wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die dann vom Montag ihren Kreisrunden aufheben und dann wissen wollen, was es dann heute gibt. Und ja, den hätte ich gerne mit 2 Runden gespielt. Also, dass die Leute dann ihre 2 Gratisrunden benutzen. Plus halt noch den einen extra Gratisrunde, je nachdem, oder mehr, je nachdem, wie man halt beim Training abschneidet oder halt Bonus kommt. Dass man halt dann die Chance heute hat, mehr zu irgendwas zu bekommen. Speziell, wenn man sich einen Kran aussucht, ja. Also hier, den hätte ich gerne mit 2 Runden gespielt und zwar irgendwie so hier, dass ich halt ja versuche, dieses Schaf so zu greifen, während ich halt hier die Fische nach unten drücke. Und wenn die halt so ein bisschen weggeschoben werden, dass man sich halt den Thunfisch hätte greifen können. Theoretisch ist natürlich, muss natürlich nicht praktisch sein. So, aber ja, wie gesagt, ich gucke da mal, dass ich bei dem Vivillon was mache. Und zwar, ja, man würde zwar vermuten, gut, man geht ganz nach links und würde hier so reingreifen, dass er die nach rechts schiebt. Problem ist nur, dass sie dann hier hängen bleibt, solange die Marke hier noch da ist. Das heißt, bei denen hier brauchen wir gar nicht erst irgendwas zu versuchen. Und ich würde halt gerne versuchen wollen, das ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt hier theoretisch jetzt mehr Runden hätte, also 2 Runden, würde ich hier reingreifen, ob er sie dann auch bekommt. Also hier so ganz knapp, dass er hier so ein bisschen nach rechts hebt. Problem ist halt nur, bei dieser Art von Kräne, wenn man halt mittig greift, kann halt dieser Knubbel, wo der halt der Haken drin hängt, das Problem sein, dass er die hochhebt und dass er die dann halt genauso wieder fallen lässt, wie halt der Haken da ist. Deswegen muss man irgendwie gucken, dass man irgendwie so reingreift oder halt hier so rein, dass er halt den Haken halt nach links drückt oder halt nach rechts, je nachdem. Deswegen gehe ich einfach mal ganz gemütlicher, ja, ich versuche einfach ganz gemütlich hier die Marke zu greifen. Und wenn der mal gerade irgendwann später kommt, dass ich dann versuchen würde, hier so reinzugreifen, je nachdem, ob das reicht, ist natürlich die Frage, dass man halt mit 2 Runden dann halt die restlichen Marken bekommt. So, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Ich versuche hier ganz knapp reinzugreifen. Na komm. Bin ich mal gespannt, ob er sie auch raushebt.
Ja, okay, alles klar. Gut, das reicht mir schon. Dass man sich beim nächsten Mal dann nur noch um die Marken kümmern muss. Weil ich schätze mal, die Marke könnte man bekommen, ohne dass man die hier greifen muss. Das wäre dann so die Idee. Dass sie halt zumindest nicht im Weg steht. Und ja, dann kurze Folge, ist auch immer eine gute Folge. Dann ja, dann hoffe ich, euch hat der Papier gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne sagen, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Vielleicht habt ihr es sogar geschafft, in 4 Runden oder 5 Runden zu komplettieren. Kommt immer darauf an, wie man die Bombe wirft. Die erste wollte ich ja anders werfen und dann war es dann wieder doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.